Hans-Peter Strebel, herzliche Gratulation. Back-to-Back-Champion, wieder Schweizer Meister. Ja, ist wunderbar. Ein tolles Gefühl. Aber es war ein schöner Match. Also ich habe das Gefühl, die beiden Mannschaften haben gezeigt, was Hockey kann sein. Wunderbar. Also wirklich wunderbar. Auf hohem Niveau. Es hat Tausende von Hockey-Fans begeistert, die Finalserie. Auch wenn Sie jetzt sehen, volles Haus natürlich, draußen auch, der Arenaplatz voll. Was hat sich da entwickelt in Zug? Was für eine Hockey-Euphorie? Also, Zug war schon immer sehr Hockey-verrückt. Wenn die erste Mannschaft Erfolg hatte, dann hat das explodiert. Und das ist heute auch so. Und ich muss auch Zürich gratulieren. Die haben tipptopp gespielt. Und gut, wir haben jetzt den besseren Teil für uns geholt. Aber es ist ein Geschenk eigentlich im Schweizer Eishockey, dass so eine Finalserie passiert ist. Was können Sie uns erzählen über den Dan Tanjes? Seit er hier ist, gibt es regelmässig Finalteilnahmen und jetzt der zweite Titel. Ja, er ist sicher ein sehr überleiter, ruhiger Coach. Er tut nicht irgendwie über Bord, sondern tut sich sehr genau überlegen, was man sich machen und tut das auch super mit den Spielern kommunizieren. Und das finde ich toll. Ja. Wie feiert der Hans-Peter Strebel jetzt noch? Warum? Wie feiert der Hans-Peter Strebel noch? Ja, jetzt hier mit diesen vielen Fans. Es ist Wahnsinn. Es ist ein Duschen von Emotionen. Das ist wunderschön. Danke vielmals. Bitte.